Hallo und willkommen zurück bei Baldur's Gate 3. Wir sitzen hier immer noch tief unter Tage fest, haben hier seit Ewigkeiten und 3 Tagen kein Tageslicht mehr gesehen. Und Gale hat Redebedarf. Ich denke, wir interviewen ihn mal, jetzt nachdem uns der komische Aushilfs-Merlin ja eine weitere Quest hat zukommen lassen, die wir auch unbedingt lösen. Es ist ja nicht so, dass wir Langeweile hätten. An audience with Elminster is never less than memorable. I'd have hoped to introduce you to him in less dire circumstances. But those are hard to come by these days. Ich hatte mir Elminster immer imposanter vorgestellt. Ein alter Mann, der verrückt ist nach Käse. Kaum eine legendäre taugliche Magie. Achso, er wirkt gar nicht wie ein Freund von euch. Wie er da aufgetaucht ist und euch verlangt hat, euch umzubringen. Ja, in der Tat. It's not a demand he wanted to make of me. As mistress chosen, he had no choice but to deliver her message. Genau, die schöne Mistras hat es. Mistra to have sent him. The severity of her bidding could not be clearer. Or weigh more heavily on me. Time seems so infinite when you're young. A month is an age. A year is a lifetime. Ja, ja, so ist das. To realize how little of it one might have left. Of course. Zieht ihr es ernsthaft in Erwägung? Natürlich. All I have to do is find the right place and time, close my eyes and let go. Then the slate will be clean. Wrongs will be righted, the absolute will be gone and I along with it. Ich verstehe nicht. Kann Mistra die Absolute nicht einfach zerstören oder Elminster selbst? Ah, das ist wirklich eine Frage. Götter scheinen hier nicht so allmächtig zu sein. Das ist es also. Ihr seid jetzt auf deiner Selbstmordmission. Bestimmt gibt es noch einen Weg. Was ist mit mir? Bin ich bei euch sicher? Oh, ich glaube, das ist ein bisschen... Nein, der... Ihr seid jetzt auf einer Selbstmordmission. Ja, wunderbar. Okay, wir haben was vor. Wir bringen den Geld zum Platzen. So soll das sein. Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss, wenn seine Frau es ihm sagt. Ich sprenge euch nicht die Luft, Gale. Nein, nein, ich... I suppose there is nothing more to be done but find the heart of the absolute and stop its beating. Ja, dann wollen wir mal das Herz der Absoluten suchen. If not over, then through. Hier geht's irgendwie weiter, da will ich aber noch gar nicht hin. Ich will hier erstmal Licht machen. Man kann nie genug Licht machen in Spielen, wo man 1000 Sachen finden kann. Alte Architektursammlung. Gähn. Okay. Okay, aber immerhin gibt's, hier fällt Tageslicht rein, wie mir scheint. Okay. Das hier sieht komisch aus. Ja, wir kennen das schon, ne? Also auch wenn man Fallen vermutet, erstmal reinlatschen. Wir werden sie schon finden. Hier liegt was. Ein Adept der Absoluten. Ja, Geld, die Papierchen kannst du dir mal schnappen. Befehle lesen wir selbst. Mir wurde die kritische Aufgabe erteilt, den Eingang zur Grimmschmiede für zukünftige Expeditionen freizuräumen.
Wahre Seele Neve wird mir folgen, sobald der Eingang frei ist. Okay, das hat er wohl nicht geschafft. Ich kann mir nicht helfen, ich bin ganz aufgeregt, während ich mich auf dem Weg zum Eingang mache. Was werden wir hier wohl finden? Das, Ketrick vor so langer Zeit erschaffen hat und das nun vom Fluch abgeschnitten liegt. Ich sehe mich weiter um und schreibe meine Funde nieder. Sehr schön. Der Eingang wird vollständig von Ranken und Trümmern blockiert. Wirklich verflucht. Sprengsätze dürften helfen. Auch wenn ich derlei Dinge leider nicht besonders viel Erfahrung habe. Ich lege die Sprengsätze vorsichtig aus, auch wenn ich mich ehrlich kaum gesagt traue, sie zu zünden. Ich kann nicht einmal erahnen, welche Macht diese Ranken gefangen halten, was vielleicht hinter ihnen liegt oder ob es überhaupt richtig aufgebaut habe. Ach so Gott, ja, absolute Schütze mich. Okay. Es gibt Ranken und es gibt Sprengsätze. Und ich kann mir gut vorstellen, zu den schattenverfluchten Landen. Ich will ja nichts sagen, aber ich habe immer noch eine Made im Kopf und die würde ich gerne loswerden. Ja, dann würde ich sagen, ne? Klopfen wir mal an. Ja, ja, klopf, klopf. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich glaube. The Shadow Curse. I tried to picture it in my head, but this. This is a lot. I won't have to worry about the sun, at least. This is no ordinary darkness. It feels powerful and familiar. These lands have been blessed by Lady Shah. You must learn more about her presence here. Ein kaputtes Schlachtfeld. Also, ich denke, wir werden erstmal hier die Feuerschale anmachen, um uns anzukündigen. Fackel, Fackel. Treffe ich meine haarige Gnomenfreundin hier wieder? Lass uns schauen. Kann man da hin? Oh, ein mehr oder weniger Abgrund. Ich glaube, ich habe einen Weg gefunden. Ich sehe hier was. Wartet mal. Nicht Gail. Gail, bitte einmal nach hinten. Nein, ich hätte jetzt gerne die Führung. Wenn ich sage, ich führe, heißt das, ich oben. Geht doch. Nein. Du nicht hier lang. Okay. Dann gucken wir mal. Hallo? Ob es hier Untote gibt? My energy is draining. The darkness is taking its toll. We need to escape this shrine. Barely think straight. This place saps the very thoughts from your mind. Zeug. Schattenfluch. That light is protecting me from the curse. Sehr schön.
Komm mal her. I can feel the shadow's power here, but they don't seem to be harming me. The shadow curse. It doesn't seem to affect me like it does others. Das ist toll. Not as badly, at least. Do you know what this means? I must be blessed. Lady Shah is protecting me where others are left to face her wrath. She loves me. She must do. Carried away? Hardly. The proof is right there. Just be grateful someone can handle this place. Lady Shah wouldn't bless me like this for no reason. There must be something she wants of me. Ja, genau, aber bevor du hier irgendwas abgibst, gib erstmal alles zurück. Perhaps they were no coincidence. In either case, I need to watch for any place dedicated to Lady Shah. A temple, perhaps. Genau, dann tempeln wir mal eine Runde. Das ist jetzt, wo du sagst. So, was können denn die Holzfässer hier? Eine Zange. Also wenn ich mal jemanden die Fußnägel entfernen will, habe ich schon mal eine Zange. Ein Seil. Das kann Geld tragen. Für kleine Bondage-Spielchen im Lager, so. Hier rennen nicht viele Leute rum, wie mir scheint. Gladiatoren-Sandalen. Balsam und diverse Pflanzen. So, halt. Irgendjemand hat hier auch, ist hier mit dem Wagen lang. Und das sieht ein bisschen nach einem Lager aus und ich glaube, der wartet schon lange hier. Was kannst du mir denn erzählen? Eine verfaulte Tomate, eine verfaulte Karotte. Das Tagebuch eines toten Druiden. Das schauen wir uns mal an. So, erzähl mal. Handgeschriebenes Tagebuch, das seit vielleicht 50 Jahren nicht mehr benutzt wurde. Es berichtet von den Versuchen eines Druiden, mehr über den Schattenfluch herauszufinden. Mit der Zeit wurden die Einträge immer kürzer und sporadischer. Gute Fortschritte in den Bergen gemacht. Als ich den Fluch zum ersten Mal sah, war ich gleichzeitig voller Ehrfurcht und Angst. Dass ich es kaum beschreiben kann, bla 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 und so weiter. Eine grauenhafte Nacht, das Lagerfeuer, fast doppelt so viel Holz, wie eigentlich nötig gewesen wäre. Jenseits der Flammen drangen schreckliche Geräusche an meine Ohren. Ich fühle mich in meiner Rast nicht erfrischt, genau genommen fühle ich mich eher schwächer, bla bla bla. Kreaturen aus der Finsternis, abscheuliche Dinge, ein Wesen hat mich gestreift. Nur meine Fackel konnte mich retten, tiefe Dunkelheit, mein Feuer wird ständig erstickt, die Wunde brennt, das Holz lässt sich nicht anzünden, ich kann die Seiten kaum erkennen, ich bin umzingelt. Ich würde sagen, das ist kein Ort, um Urlaub zu machen. Hier hängt irgendwas in der Luft, was eine Lichtquelle darstellt.
also irgendwie so richtig gesehen. Ich würde ja trotzdem gerne wieder ins Anfangsgebiet zurückgehen. Im Süden lag ja noch der Sumpf, den wir ja noch gar nicht gesehen haben. Also ich sag mal so, Götter sind offensichtlich keine guten Innenarchitekten. Wenn ich bedenke, wie groß die anderen Maps waren. Jetzt hängen wir hier auch rum. Ich versuche jetzt erstmal hier so eine Art Teleportpunkt zu finden, dass wir hier jederzeit zurückgehen können. Da läuft was. Hallo. Hallo, ich will reden. Eyes open. Watch the shadows. Stay together. Keep to the light. Also die sehen jetzt grundsätzlich nicht böse aus. Aber man kann sich hier auch gerne täuschen. Stop! Who's there? It'll be you unless you show yourself. Come out slowly. Erfolgreiche Wahrnehmung. Okay. Jonas, move in. Was war das? Where are you? Jonas? Can you see our torches? I can't see anything. Something's wrong. Follow my voice. Come back to the light. Who's there? Ich weiß nicht. Join me. Auf Kampf vorbereiten. Aus dem Weg, ich kümmere mich darum. Okay. Da haben wir so Schatten. Oh, die heißen auch Schatten. Also, wir haben auch schon Schatten hinter uns. Also. Ziel ist außer Sichtweite. Okay, ist nicht schlimm. Ich mache hier mein Netz hin, damit wir von hinten schon mal geschützt sind. Ein Schatten. Fluff, weg ist er. Ach, die haben auch noch schlechte Laune. Pass auf,
Also dann verplätten wir dem hier noch ein. Oder auch nicht. Lass das. Okay, aber immerhin habe ich einen schon mal. Warte, der ist... Beweg dich. Nö, ich beweg mich nicht. Was war das? Ich weiß es nicht, aber... Prima! Käfer? Kokon? Das finde ich doof, dass das Vieh hier etwas gehandicapt ist. Nicht genug Platz, nicht genug Platz. Machen wir Feuer an. Nö. Eingesponnen. So, der kann sich schon mal nicht bewegen. Sechs, komm, hau weg den Scheiße. Kritischer Fehlschlag. So, Headshot.
Ja, perfekt, also war ja so klar. Was auf dich schubse ich? Das Ding mache ich an. So, und wo ist der andere? Bist du denn für einer? Das Ziel darf kein Untoter sein. So, kein Schattenfluch mehr. Ja, da macht er irgendwie auf mich nicht den Eindruck, als ob er geheilt werden kann, will. Fehlschlag. Das war nicht das, was ich wollte. Komm, Hexenpfeil, aber den guten. Ja, alle mal ein bisschen Heilung. Tekuro. Hm.
Warum kriege ich eigentlich immer selbst am wenigsten ab? 7. So, nun ist aber. Achso, hier mein Käfer könnte ich nochmal heilen, aber naja. Vielleicht doch nicht. In her former life, this girl played in the nearby woods. She was always the best at climbing trees. Ja, sehr schön. Dann erzähl mal, Gail, was hast du uns zu berichten? To fight off such grim creatures as this region throws at us. Especially being at your side. Once read a book that explained in some detail the effect a brush with danger has on one's desire for other forms of stimulation. Jetzt wird er geil oder was? Anything on that subject? Selbst hier fühlt ihr euch zu mir hingezogen? I can't imagine anywhere that could turn my heart from you. Oh, ist das Lee. Oh mein Gott, Rosamunde Pilcher hätte es nicht schöner schreiben können. Perhaps it's just the thrill of our near undead experience talking. Standing at your side through such darkness and disrepair. It only makes me want you more. Na gut, wenn du lieb bist, werden wir sehen, was wir tun können. So, leider ist jetzt wieder. This is neither the time nor the place to indulge such feelings. So, you must be patient and push all. Genau, wir suchen immer noch so einen Teleportpunkt, damit wir hier jederzeit wieder zurückkehren können. Ist Mystra immer noch so eine anspruchsvolle Göttin? Wie fühlt ihr euch? Da, da, da. Okay, ich. She expects those who seek to use the weave to do so honestly and with respect for its potential to destroy. As well as its potential to save. Okay. I doubt she's asked many of her followers to blow themselves up. That's a fate she's bequeathed exclusively to me. She wouldn't ask such a thing if it weren't our only means. Sie würde der allein nicht verlangen, wenn sie nicht ihre letzte Chance wäre. Das glaubst du? Ich lass uns weitergehen. Verfaulte Hühnereier. Ich glaube, die brauche ich nicht. So, was bist du gewesen? You see a man stalking slowly through the woods, bow half drawn. If he bags a deer, the whole family will be kept fed all winter. Okay. So, dann gucken wir mal, was die hier mit sich hatten. Es ist zwar jetzt schon Kleingeld. Ein Beil plus 1. Gib das mal. Starion. Ein Pergament, das heb ich mal auf. Eine Kerze kann nie schaden. Fackeln brauchen wir nicht. Ein Umhang. Oh, ein Umhang wäre ja geil. Aufheben. Umhang habe ich auch selbst noch nie gehabt. Schuppenpanzer, mittlere Rüstung. Oh, ich habe besseres. Okay, getrocknete Schweinewurst, okay, die war einsam. Kerze nehmen wir mit. So dunkel ist das hier gar nicht, finde ich. Ekel, ekel, ein Schweinekopf, immerhin, der tut's. So, ups, nein, da unten will ich nicht hin. Was bist du denn hier? Rezept, ich habe was freigeschaltet. Wo sind wir? Wo geht's weiter? Ich könnte jetzt hier abzweigen, ich kann dem Weg aber auch folgen. Hier ging's nicht weiter. Ich würde mich erstmal rechts halten.
Rundenbasierter Modus aktiviert. Warum? Kommen wir alle zusammen. Wer schleppt eigentlich das ganze Material hier nach unten? Wasser wird nie schlecht, das ist gut. Und eine verfaulte Zitrone. Ah, guck, da unten ist dein Haus, das ist gut. Sieht ja ein bisschen aus wie im Bitterfeld hier, ne? So wie im Osten. Ach, Mädchen, nun heul nicht rum. Lasst uns hier erstmal ins Häuschen gucken. Niedliches kleines Ei. Vielleicht sollten wir Astarion ein bisschen in die Mitte packen. Corpse is tainted by the shadows, no doubt. Best avoid it. Let me work my magic. Niedliches kleines Ei. Kann ich von hier darüber springen, um das zu sammeln? Pass auf. Wir trennen uns mal. Du bist doch... Du wirst doch hier von deiner Göttin beschützt. Konnte ich nicht irgendwie so einen Leuchtezauber? Hatte ich da nicht irgendwie? The Dark Lady shields me. I can feel her. Gut. Handtücher. War wohl mal eine nette Ecke hier. Ich will auch so einen göttlichen Schutz, also für alle. Okay,
Die könnte es schaffen. Heiliges Wasser. Finde ich gut. Sehr gut. Wir haben die Eier daraus geholt. Ein Rabe. Okay. Habe ich irgendwie einen Effect on Area Zauber? Okay, warte. Die meisten sind hier, ne? Könntest du nicht hier irgendwie Schwung machen? Okay, das sind alles nur Einzel. In Summe können sie Schaden machen, aber. Trotzdem kriegt meine Jägerin hier mal. Au. So, Käfer, komm, beiß den mal. Oh, jetzt sag nicht, du bist hier drin eingesperrt. Na, komm, dann piek ihn wenigstens. Also sowas. Hervorragend. Au.
Nimm das, Vogel. So, weh, der hat nix. Der hat nix. Ja, ich würde sagen, wir machen hier mal ein Päuschen oder wir... So. Ein Haufen Federvieh, was alles nichts kann. Ich würde hier trotzdem gerne ein Päuschen machen oder eine kurze Rast. Ja, wer will, schaltet nächstes Mal wieder mit rein. Ich würde mich freuen. Lasst mir ein Like da, lasst mir Kommentare da. Ich würde mich immer über Tipps und Tricks freuen. Oder wenn es euch gefällt oder nicht. Kritik ist auch gern gewünscht. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal.